Herzlich willkommen zum neuen Video von kreativekiste.de. Ich wurde gefragt, ob es möglich ist, aus dem PID-Regler, den wir hier sehen, so eine Art Zwei-Punkt-Regler für eine Heizung zu machen, der dann über die Zeit ein- und ausschaltet. Also wo dann eine lange Taktzeit bei rauskommt. Ja, man kann, ist sogar ohne Probleme möglich, will ich euch kurz zeigen. Es gibt hier also den ersten Schalter, damit muss ich erstmal alles ein- und ausschalten. Danach gebe ich hier einen Sollwert vor. Ich habe hier einen Potty dran zum Testen. Der kann jetzt eben von 0 bis 4000. Ich mache jetzt mal einen Sollwert von 2000, dann sind wir da einfach ziemlich in der Mitte. Als erstes nehmen wir das P-Band, also das Proportionalband, und da machen wir mal einen Faktor von 10. Danach kann man noch die In- und Out-Max-Min verstellen. Als In-Max nehme ich jetzt einfach mal 5000. Das heißt, hier könnte man sagen, in welchem Wertebereich befinden wir uns denn. Wenn wir jetzt hier bei 4000 sind, könnten wir auch direkt 4000 machen. Als Out-Max, da nehme ich jetzt auch mal 5000, dass wir da im gleichen Wertebereich sind. Dann sieht man das nachher nämlich relativ schön. Ich habe das jetzt so gemacht, ich habe hier eine feste Auszeit verwendet für das Takten. Sieht man auch gleich. Da nehme ich jetzt einfach mal 500, das ist natürlich viel zu knapp, eine halbe Sekunde. Aber wir wollen es ja nur jetzt mal sehen. Dann sieht man hier noch den Ausgang, das heißt den errechneten Wert vom PID-Regler. Und wir sehen, welchen Zustand der Ausgang hat. Wäre nicht unbedingt nötig, denn ich habe hier die LED dran. Der Out-Min wird nachher noch richtig, denn wenn ich da jetzt was eintrage, dann sieht man, dass der Ausgang sofort auf 400 springt. Das heißt, da könnte ich jetzt eben die Zeit begrenzen. Wenn ich sage, ich möchte aber mindestens immer 2 Sekunden anhaben oder 5 Sekunden oder so. Ich habe jetzt hier Millisekunden genommen. Im Original kann man hier die Sekunden und Minuten einstellen. Aber einfach zum Testen, jetzt habe ich die Millisekunden genommen, dass man es auch sieht. Die Anlage ist eingeschaltet, das heißt, wir sind weit über dem Sollwert drüber. Wenn ich jetzt mal den Potty ganz auf 0 drehe, als Ausgang habe ich jetzt hier 5000 Max drin, das heißt, die LED ist jetzt 5 Sekunden an und dann eine halbe Sekunde aus. Wenn ich jetzt mal näher an den Sollwert ranfahre, dann sieht man, dass die Blinkzeit sich verkürzt, allerdings nur proportional, das heißt, dieser Wert ist einfach fest hinterlegt und je näher ich in den Sollwert gehe, desto schneller wird eben die Blinkzeit. Und wenn ich dann ganz knapp am Sollwert dran bin, dann sieht man, dass die LED ganz schnell blinkt. Und wenn ich da drüber bin, ist natürlich sofort aus. Natürlich kann man auch einen I-Faktor hinterlegen. Dadurch, dass ich jetzt proportional 10 habe, nehme ich hier jetzt auch mal 5. Die Einstellung ist natürlich viel zu steil, aber man soll es ja schnell sehen. Wenn ich jetzt an den Sollwert ranfahre und da direkt mal drüber fahre, oh, das war zu schnell, dann sieht man jetzt, dass er nachstellt, bis er eben auf dem Maximalwert ist. Wenn ich jetzt hier weiter drehe, genau, wie gesagt, die 5 ist ziemlich steil, aber man soll es ja sehen, wenn ich jetzt an den Sollwert ranfahre, passiert erstmal nichts, also nicht proportional, sondern das Integral ist auch mit dabei. Und wenn ich jetzt da schön langsam ranfahre, dann sieht man, dass er jetzt runterregelt. Und sobald ich da wieder drunter bin, dann nachstellt. Natürlich kann ich den D-Wert auch noch einstellen. Macht jetzt bei einem 2-Punkt nicht so arg viel Sinn. Ich nehme jetzt da auch meine 5. Und dann sieht man, wenn ich da jetzt drunter gehe, dass er dann natürlich dann sofort ganz arg schnell schaltet. Und wenn ich da jetzt ein bisschen drüber fahre und da bleibe und jetzt wieder schnell zurückfahre, dann ist er natürlich sofort wieder bei 5. Schauen wir uns das Ganze noch in der ACE und im HMI-Tool an. So sieht das Ganze dann im HMI-Tool aus. Ich habe jeweils für die Anzeigen ein Nummern-Input verwendet. Wichtig ist, dass für das P, für das I und das D eben ein 32-Bit Floating Point verwendet wird. Einfach deswegen, weil man da eine Kommazahl hat. Und ich finde vor allem gerade beim I und beim D ist es schon wichtig, dass man das sehr fein einstellen kann. Anlage ist eben ein Bit-Switch und die Anzeige ist lediglich eine Bit-Lamp. Mehr gibt es im HMI-Tool eigentlich schon gar nicht, weil es ja wirklich bloß eine Anzeige ist und man eben die Werte einstellen kann. Im V-Builder sieht es ein bisschen anders aus. Am Anfang übertrage ich lediglich mein Analogwert in eine Variable. Sinnvoll wäre natürlich hier noch einen Scale-Wert anzulegen. Ich kann das mal geschwind machen, damit ich auch definieren kann, wie groß ist denn mein Eingang, was für eine Stadt dran, ein Druck- oder Temperatursensor brauchen wir jetzt aber erstmal nicht. Danach kommt hier unser PID-Regler. Ich habe für das P, für das I und das D habe ich jeweils eine Variable genommen, eben prop habe ich die genannt, int und deri, dass einfach sich leichter ist, das zu merken. Das gleiche gilt für alle anderen Variablen.
Wichtig ist der Setpoint, ist eben der Sollwert und die Prozessvariable ist der Eingangswert, nach dem er sich eben richtet. Hier eben der Temp-Wert 1 ist. Das ist nichts anderes wie mein Fühlereingang. Dass ich danach eben das Takten habe, habe ich eben einen Start. Wenn der Start aus ist, setze ich alles auf 0. Das hat auch den Sinn, sobald der Sollwert später erreicht ist, das ist dann hier, wenn der Sollwert erreicht ist, oder wenn ausgeschaltet ist, damit sichergestellt ist, dass mein Ausgang, hier der Outbit D1, dass der auch wirklich aus ist. Die beiden Timer brauche ich eben einmal für das Eintakten und für das Austakten. Danach bestimme ich eben, wenn mein Sollwert erreicht ist, dass gar nichts passiert. Und hier habe ich jetzt den ersten Vergleich drin zwischen Timer 2 und Timer 3. Und danach eben zwischen Timer 2 und meinem festen PWM-Wert. Das ist der Wert, den ich hier unten mit fester Auszeit angegeben habe. Danach habe ich hier eine Leerreihe eingefügt, denn jetzt kommt der 1-Impuls bzw. der Einschalten-Impuls. Danach kommt der Einschaltimpuls, also wie lange die LED eingeschaltet ist. Auch hier sage ich wieder, wenn der Ist-Wert erreicht ist, dann schalte aus. Diese Funktion hier müsste man natürlich rausmachen, wenn man möchte, dass die Heizung über das I und das D mitregelt. Denn sonst würde natürlich nach Erreichen des Sollwertes das I und das D nachregeln, obwohl der Sollwert schon erreicht ist. Wie gesagt, wenn ich das I und das D verwenden möchte, wenn ich sichergestellt habe, dass der Heizung nichts passiert, dann könnte ich diesen natürlich auch rausnehmen. Danach vergleiche ich den Timer 1 mit meinem Output. Output ist, wenn wir hier oben beim PID-Regler gucken, mein Output, also der Wert, den mein PID-Regler herausgibt. Und anstatt diesen jetzt auf ein PWM-Signal zu legen, nehme ich den einfach über meinen Timer. Das heißt, ich vergleiche lediglich, ist meine Zeit schon abgelaufen, den mein Output hier eben vorgibt. Nachdem ich jetzt PWM ein und PWM aus habe, also meine Auszeit und meine Einzeit definiert habe, nehme ich jetzt eben mein PWM ein zum Einschalten und mein PWM aus zum Ausschalten. Und das Ganze lege ich auf mein Outbit D1. Vermutlich hätte man es sich auch leichter machen können, indem man den PWM Ausbit einfach auf Timer 1 und Output legt. Aber ich hätte sowieso meinen Timer wieder auf 0 setzen müssen. Und ob ich jetzt diesen Block hier mit Ein- und Ausmache, eben nochmal mache, um den auf 0 zu setzen, oder dieses Ein-Aus hier, und meinen Ausgang schalte, das ist im Grunde egal. Aber erwähnen wollte ich es eben, dass man diesen PWM-Ausblock eben auch drüber setzen könnte. So, vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ich konnte dir da ein bisschen weiterhelfen mit deinem PID-Regler.